Ja, quasi. Oh, da ist der Rucksack. Vielleicht ist die Höhle unter dem Wasser frei, aber ich probiere das mal dahin. Das ist müsste die Selection wieder so der und mal ab. So Kathedrale oder so. Oder Krypta? Was ist das? Krypta. Boah, ich muss mal kurz ausmachen und wieder anmachen. Das leckt wie blöd. So, manchmal hilft das ja schon. Bleib ich erstmal hier? Ich bleib erstmal hier, aber... Guck mal. Rivka schloss sich dem Propheten an, weil ihr Ehemann, ein adeliger Russ, gläubig war. Als er auf der Reise nach Norden starb, blieb sie beim Propheten und suchte ihren Platz in der Gruppe. Als sie das Tal sah, wusste sie, dass sie ihre Aufgabe gefunden hatte. Sie träumte, wie Kitesh aussehen könnte. Sie arbeitete die Träume aus, um sie zu bauen. Dank Rivka ist Kitesh nicht nur schön, sondern lebenswert. Oh, okay. Was ist denn für eine Aktion? Warum kannst du dich da nicht festhalten? Das macht keinen Sinn, wenn du dich da nicht festhalten kannst. Na? Ja. Danke. Sag ich ja. Ich kann mir jetzt nicht erzählen, dass wir das nur wegen dem Erz gemacht haben. Geil. Dann füllen wir Erz mal auf, würde ich sagen. Müssen wir tauchen?
Karte aktualisiert. Also wir immer erst am Rand gucken, bevor wir in die Mitte gehen. Weil eventuell irgendwas am Rand steht oder ein Gemälde ist, aber nein. Kriegen wir jetzt nicht eine Waffe? Ich glaube, in den Krypten kriegen wir Waffen. Antiker Bogen. Meine ich hier. Das können wir auch noch nicht hier. Deswegen immer schön in die Ecken gucken. Ah, das ist hier unten, wo ich noch nicht runter wollte. Ich verstehe. Aber hier ist sonst nichts, habe ich das Gefühl. Was ist das? Da ist ein Wandgemälde. Das müssen wir jetzt noch suchen. Ah, hier. Rivka, die Architektin. Ah, wie informativ. Gut, dass wir dieses Wandgemälde mitgenommen haben. Das wäre ja... Das wäre unverzeihlich, hätten wir dieses aussagekräftige Wandgemälde nicht gehabt. Oh mein Gott. Ja, Leute, ist okay. Aber jetzt habe ich auch dieses blöde Dokument, das mir die ganze Zeit unten angezeigt wurde. Sehr schön. So, was haben wir hier? Überlebensverstecke und Münzversteck. Okay. Ah, hier kommst du nicht rauf. Hier musst du hier hin. Verstehe. Siehst du, du hast noch ganz andere Sachen geschafft, als sich da nur einmal festzuhalten. Aber ist in Ordnung, stell dich an. Na? Das ist wahrscheinlich der richtige Weg, da will ich auch nochmal hin. Nicht, dass da noch irgendwas liegt. Und das ging, indem wir... Das haben wir ja schon gelesen, oder? Indem wir hier raufgehen. Da ranspringen. So, sie. Oh, was war das denn? Warum ist sie nicht gehüpft so richtig? Dann nochmal. Ich wundere mich ja öfters mal, warum sie Dinge nicht tut. Weil sie keine Lust hat oder so. So, und dann... Genau. Und wenn es nur das ist, sind zwei Münzen.
Okay, ich schau mal, ob hier... Ja, hier ist noch eine Höhle. Ich wollte gerade sagen, sie macht überall Licht an, aber hier nicht, oder was? Falsche Höhle. Okay. In dieser war ich schon. Gut, dass ich hier rein bin. Ich hätte jetzt schon gern erstmal die doofe Höhle, die ich nicht finde. Dann hätte ich nämlich hier die Ecke einfach schon fertig, was? Das fände ich schon irgendwie toll. Und ich sage, okay, links habe ich fertig. Wo ist diese doofe Höhle? In der Höhle ist auch ein Münzversteck und ein Dingensversteck. Ist der vielleicht von hier?